Ja, Simon Moser hat zweimal relativ knapp gegen Team Kanada verloren. Aber ich nehme an, es fällt nicht wirklich schwer, nach diesen Niederlagen immer noch positiv zu denken. Ja, jetzt nach dem Spiel ist es sicher schwer zu einschätzen. Die Niederlage ist immer negativ, aber ich glaube, wir haben in diesen zwei Spielen gezeigt, dass wir gut Hockey spielen können, gut mithalten. Zuerst hätten wir müssen gewinnen. Und jetzt so haben wir recht viele Chancen gehabt. Es ist natürlich schade, dass wir das jetzt zweimal verloren haben. Aber im Großen und Ganzen haben wir recht gute Leistung gehabt. Wie kann man die beiden Spiele jetzt einordnen? Ich meine, es ist immerhin das WM-Kader der Kanadier. Aber auf der anderen Seite sind es halt gleich zwei Testspiele gewesen. Ja, aber ich glaube, das WM wird etwas ganz anderes sein. Auch mit der, jetzt haben wir natürlich noch Heimunterstützung gehabt. Die Leute waren recht im Spiel. In Finnland wird es anders sein, da werden vielleicht die Aussenseiter sein. Aber gleich, glaube ich, es ist wichtig, es war recht hoch Tempo und Intensität. Und das kann man sicher mitnehmen. Der Damien Brunner hat am Dienstag noch gesagt, es gäbe noch das Powerplay zu verfeinern. Ich glaube, das ist euch relativ gut gelungen. Ja, wir haben, heute haben wir zwei Powerplay-Goal gemacht, unsere Linie hat auch eins gemacht. Und von dem her ist es sicher gut, wir trainieren jeden Tag Powerplay und probieren, ja, das Goal zu machen. Und heute ist es das zum Glück einmal gelungen. Was hat man jetzt auch können anschauen, wenn man einen Gegner zweimal innerhalb von so kurzer Zeit als Gegner hat? Ja, ich glaube, das werden wir in Finnland vor dem Kanada-Spiel wieder anschauen. Da werden sicher ein paar Sequenzen von diesen Spielen kommen. Und da wird man es dann sehen. Und ja, das macht auch der Staff. Und wir schauen dann und uns darauf einstellen. Jetzt mal Hand aufs Herz, haben Sie ein bisschen zittert, als sie gehört haben, dass der Dion Phaneuf wieder im Kader steht, weil sie haben ihn ja letztes Jahr auf relativ brutale Art und Weise kennengelernt. Ja, gut, ich bin natürlich oft darauf angesprochen worden, auch in Garderobe und so, aber ja, jetzt schaue ich halt einfach ein bisschen mehr, wenn er auf dem Eis ist, dass ich nicht mal so reinlaufe. Persönlich haben Sie jetzt nach dem letzten Jahr eine andere Rolle, haben auch mehr Verantwortung im Team. Wie gehen Sie mit dem um? Ja, es ist sicher eine ganz andere Rolle als letztes Jahr an der WM, eben, als ich im vierten Block in der Checker-Linie war, im Lurchen. Und im Moment ja, in der Top-Linie mit Romy Brunner sicher für Goal zuständig. Und es ist schön, dass ich das Vertrauen bekomme und das wollte ich dann auch mit Punkten und Goal zurückgeben. Danke für alles Gute für Finnland, Simon Moser.